Miss Ostschweizwahl 2013 wird präsentiert von Swiss Casinos St. Gallen. Ein Presenting Partner von der Miss Ostschweizwahl 2013. Wie jedes Jahr haben die 12 Finalistinnen heute das erste grosse Shooting. Die Fötli werden gebraucht für das Programmheft und werden auch sicher an der Finalnacht zum Einsatz kommen. Wie sich die Missen geschlagen haben, schauen wir uns jetzt gerade mal genauer an. Das Shooting ist Casino Royale, also wir haben versucht, ein bisschen glamouröse Frisuren zu machen, keine 0815. Bei jedem Typ das Beste rauszuholen mit einer speziellen Frisur. Darum haben die Teile aufgesteckte Frisur, Teile wellige Frisuren. Da wir ja das erste Jahr eigentlich in diesem Geschäft tätig sind, dann hat es uns eigentlich ja, hat uns Freude bereitet, dass wir die Kleider für die Sponsoren, weil wir ja noch nicht bekannt sind und die Miss Ostschweizwahl ja schon recht bekannt ist. Das sind eigentlich aktuelle Modelle und wir haben es einfach ein bisschen angepasst, weil wir jetzt hier im Casino sind und es hat auch super zum Thema gepasst mit diesen Pailletten und ein bisschen das Extravagantere, aber eigentlich auch aus der aktuellen Kollektion. Wir vom Swiss Casino St. Gallen sind jetzt 7. Jahr dabei, weil schöne junge Frauen und Casino, das passt sehr gut miteinander zusammen. Was wir eben auch festgestellt haben in den letzten 7 Jahren, ist, dass die Professionalität des Anlass hat zugenommen hat. Und durch die Professionalität sind hier Mädchen schöner geworden. Es ist wirklich ein Aufsteller, wie sich die ganze Anlass entwickelt hat. Das ist für uns eine Freude, um dabei zu sein. Natürlich braucht es, um Miss Ostschweiz zu werden, auch ein bisschen Glück. Aber das ist nicht alles. Da steckt auch richtig harte Arbeit dahinter. Unsere 12 Miss Ostschweiz-Kandidatinnen kämpfen nicht nur um den Titel der Miss Ostschweiz, sondern auch um den Titel der Miss Body. Die beiden können hier rein für ein ganzes Jahr lang ihren Körper in Form behalten. Schaut also auch nächstes Mal rein, um zu sehen, was Missen auf ihrem langen Weg bis zur Finalnacht noch alles erlebt.